Ich habe mir gerade schon mal angeschaut, wie die Jungs hier spielen. Wir haben sehr aktive Spieler hier mit wenig Potenzial. Unter anderem haben wir aber Giacomo heute auch hier. Ich habe keine Meinung zu deinem Potenzial. Ich weiß es nicht. Du standest bisher nämlich noch viel rum. Wo siehst du denn heute deine Stärke im Spiel? Ja, weiß ich auch noch nicht. Ich habe da nichts gesehen. Meine Verteidigung, Sicherheit. Also du und Jonathan werden wahrscheinlich eher im letzten Drittel des Spielfelds sein. Ja, mal schauen. Also Ich glaube, du bist so einer der Typen, wenn man nicht mehr ist. Ich konnte schon kein Fußball spielen, aber ich konnte nicht rennen. Ja. Aber es geht nicht mehr. Da werden vielleicht noch ein bisschen anfällig wieder zu laufen. Meinst du, du wirst auch irgendwann mitgerissen, so ein bisschen die Motivation geweckt oder Ehrgeiz? Ich weiß nicht, ich habe im Moment ein bisschen Magenprobleme. Wenn das gut ist und ich dann laufen kann, dann geht's rum. Okay, ich frage mich halt, also ich würde mir schon schwer tun, zu verlieren gegen Frauen zum Beispiel. Weil ich würde das ein bisschen an meinem. Ja, wir haben den jetzt. Ja, wir haben jetzt den Andrew dabei übrigens. Ich glaube, der ist auch nicht schlecht, oder? Ja, ich weiß nicht, er läuft ein bisschen komisch. Mal gucken. Aber er läuft, immerhin, er läuft. Das ist, und kann man bitte mal seine Schuhe. Kann man die Schuhe und die Beine anzeigen? Die hat da auch so Todesstollen darunter. Also der wird mit. Ich entschuldige mich jetzt schon mal offiziell bei den Mädchen. Wird wehtun. Guck, wie sie schaut. Oh mein Gott. Ich habe extra Schienbeinschuhe mal mitgenommen. Okay, wo sind die? Helfen aber nicht für die Füße, glaube ich. Ja, ich dachte. Wenn man drauf sitzt. Dass wir vielleicht nicht zum Einsatz kommen. Wir sehen mal ein Haargummi. Habt ihr ein Haargummi zufälligerweise? Nee, ein Haargummi. Ja, dann könnt ihr. Ja, sie hat eins. Ja? Du bekommst ein Haargummi. So schnell hat der Orga das besorgt. Ja. Guckst du mal. Ja. Frage gestellt, 10 Sekunden später gelöst. Ja. Wie geht's heute aus gegen Frauen und wie geht's aus? Ich glaube, ich kann nur nicht einschätzen, wie viele Tore auf so einer Halle auf so einem Niveau. Ich sag mal so, wenn der Jonathan im Tor ist, eigentlich jeder Schuss ein Treffer. Der ist doch groß. Ja, aber der ist halt auch dünn, ne? Der muss halt links oder rechts neben dem Tor. Also. Es kommt noch die Beingeschwindigkeit an, glaube ich. Ich hoffe, Jonathan wird ein bisschen was tun. Sagst du auch, rein? Ich würde mit einsteigen. Ich habe mal 7,0. Das erste Match begegnet. Ich habe nichts dabei. Also ich habe hier drüben noch eine Hose. Ich habe tatsächlich eine Sporthose dabei. Ja. Willst du mich ersetzen? Nein. Nee. Nein, da wollen die heute ja sehen. Ich würde so nach. Vielleicht in 2-3 Spielen würde ich mal einsteigen. Wenn ihr schon 2-3 Mal verloren habt, dann kommt der Joker. Hä? Ich nutze das mit Playoffs von Flecken oder was? Weiß ich nicht. Genau, es sind auch viel zu viele Spiele. Ja, danke schön. Perfekt. Wie viele Spiele gibt es pro Team? Ach, das ist doch riesig. Ich komme eventuell im dritten als Joker rein für jemanden, der dann Sauerstoffzelt braucht oder so. Eigentlich brauche ich das. Ja, ihr habt doch gute Spieler, oder? Ach, du bist jetzt alleine gerade, die One-Mile-Show? Ja. Ah, ja, Team Alden ist schon besiegt. Ich hab's auch Vorbereitung gehabt, aber so gut bin ich auch nicht. Ja, also der Sven wird's alleine rausnehmen. Kriegen wir schon. Haben wir gute Chancen? Aber stopp, oh, nee. Mein Gefühl ist, das StarCraft 2 Team gewinnt das Ganze hier. Gegen Sven alleine gewinnen wir, ja. Ja, wird machbar sein. Wir sind der Protoss gewinnen, Mann. Wir sind der Protoss. Ja, stimmt, wir sind der Team Protoss. Ja, wir sind Team Protoss. Ja, weil du der Anführer bist. Guck erstmal an. Du bist voll der, wie nennt man diesen Typen, so ein Highlander oder so. Keine Ahnung. Du bringst die alle gleich um. Ja, also, ihr seht, es sieht auf jeden Fall gut aus. Jonathan ist voller Motivation dabei. Wir sehen uns gleich am Spielfeld.